Und damit herzlich willkommen zu einem neuen Video von mir. Ihr seht vielleicht, ich mache es mit Webcam jetzt in diesem Mal. Und das liegt daran, dass ich ein bisschen mehr zu erzählen habe. Und da dachte ich mir, hey, warum nicht? Du hast ein bisschen was zu erzählen. Dann machen wir es halt mal professionell. Mit der Ausrüstung und der Qualität meiner Arbeit wird das wahrscheinlich nichts. Also, das erste Mal würde ich sagen, vor 2 Tagen kamen die Videos erstmal gegen 20.30 Uhr raus. Da wollte ich mich mal entschuldigen dafür. Da ist mir ein kleiner Zwischenfall passiert und ich musste weg. Und das sollte eigentlich nur kurz dauern, hat aber dann ein paar Stunden länger gedauert. Darum kamen die Videos erst spät raus. Das erstmal dazu. Es tut mir leid. Nein, tut's wirklich. Ja, dann haben wir das nächste. The Night of the Rabbit ist ja jetzt bald vorbei. Wir haben jetzt ungefähr noch 10 Folgen. Ich weiß noch nicht genau, was ich danach machen soll. Das möchte ich euch entscheiden lassen. Das schreibt ihr mir in die Kommentare. Und zwar möchte ich gerne, entweder wir machen das so, dass wir danach ein weiteres Deadly Game spielen. Da könnt ihr euch dann aussuchen, was Deponia oder was weiß ich. Das ist eure eigene Entscheidung. Oder, was auch noch cool ist, ich habe einen anderen Adventure Publisher noch entdeckt, der nennt sich Unwritten Tales. Kennt vielleicht einige? Ne, ich glaube nicht mal, dass das Unwritten Tales heißt, sondern dass das nur eine Reihe ist. Egal, auf jeden Fall kennen sie sicher einige von euch aus damit. Ich habe mir da noch kein Spiel gekauft von dem. Klang auch ganz interessant, also wer da sehen möchte, ebenfalls reinschreiben. Und dann habe ich noch zwei Dinge, die ich dafür nehmen könnte. Und zwar könnten wir Minecraft auf Magic Mind fortführen. Für alle Magic Miner wäre das wahrscheinlich eine große, tolle Sache. Oder wir machen es so, dass wir eine andere Minecraft-Map, also ich hätte momentan viel Bock auf Minecraft wieder, oder dass wir eine andere Minecraft-Art wieder mal spielen. Es gibt ja dieses Isoland, dann gibt es noch, wir könnten mal wieder eine Runde, wie nennt sich's? Na hier mit der fliegenden Insel im Himmel könnten wir auch mal wieder spielen. Skyblock, genau. Könnten auch Skyblock noch mal eine Runde spielen, wenn ihr möchtet. Würden wir einfach so lange wieder machen, bis wir eventuell die Quests abgeschlossen haben oder bis wir uns ein schönes Haus gebaut haben mit drumherum. Und dann würden wir halt wieder ein Mesoflash Play starten. Das liegt dann an euch. Ihr könnt auch reinschreiben, ob ihr das beenden wollt oder nicht. Ich bin ja sehr Community-offen, was das angeht. Ja, das sind so die 4 Optionen, die ich habe. Ihr könnt auch noch was anderes reinschreiben, wenn ihr noch andere coole Adventures kennt oder geile Minecraft-Maps, die man machen könnte, dann schreibt es einfach in die Kommentare. Wenn ich wirklich so viel Zeit haben sollte, wie ich jetzt den nächsten Monat ausgehe, könnte es sogar passieren, was einige von euch vielleicht freuen wird, dass ich 2 von 4 Dingen schaffe. Das möchte ich aber nicht versprechen, nehmt euch da also nicht zu viel vor und sagt, oh, schafft das, toll, sondern wir schauen mal, was passiert. Wenn ich so viel Zeit haben sollte, dann kommt ganz ungeplant, unverhofft, eines Tages dann das 5. Let's Play raus. Ja, wir haben momentan 4 Let's Plays, wir haben am Wochenende jetzt das Dragon's Prophet und dazu kommen wir jetzt. Dragon's Prophet. Viele von euch haben ja großes Gefallen gefunden, es sind auch schon die ersten Kommentare unter den Videos erschienen und auch privat habe ich schon einige Nachrichten bekommen. Ein Wunder, dass ich die überhaupt lese, so bekloppt, wie das bei YouTube gemacht haben. Für die, die mir privat, die bei YouTube schreiben, macht's bitte nicht. Schreibt mir bitte unter die Kommentare. Ich lese das vielleicht einmal alle 2 Wochen momentan. Ich mag diese Option überhaupt nicht. Ich vergesse das immer danach zu schauen. Also wenn ihr mir schreibt, dann in die Kommentare oder bei Facebook, da lest es auch jeden Tag sofort. Da könnt ihr mir schreiben und das kriegt ihr innerhalb von 12 Stunden Antwort. Das garantiere ich euch auf jeden Fall. Es sei denn, es ist so ein Kommentar wie toll gemacht. Ich finde deine Videos gut. Schreib mal und guck mal bei mir vorbei. Leute, ich finde solche Werbung absolut nicht toll. Ich weiß, manche machen das, weil sie groß werden wollen. Es gibt einen riesen Let's Play-Markt. Es ist einfach scheiße sowas. Ich weiß nicht, was ich da sagen soll. Ich finde es nicht toll. Ich werde da auch nicht was drunter kommentieren. Schreibt es von mir aus rein. Ich lasse das auch drin stehen, wenn jemand bei euch vorbeischauen möchte. Kein Problem. Ich habe da nichts dagegen. Ich werde es nicht löschen. Aber ich persönlich werde nicht bei euch vorbeischauen. Deswegen, weil
Ich meine, wirklich 50% der Kommentare, die ich bekomme, sind genau sowas. Und ich kann nicht bei jedem vorbeischauen und sagen, dass hier und so. Deswegen habe ich das nie gemacht und werde es mir auch nie angewöhnen. Ich schaue persönlich fast momentan gar keine Let's Plays mehr. Ich kriege vielleicht pro Woche 5 Folgen von irgendjemandem. Nur mal auf dem Laufen zu bleiben, was gerade Let's Played wird, damit ich das nicht auch sofort mache. Und dann ist ja so, wenn so ein riesen Let's Player, du fängst dann als kleiner Let's Player an und guckt sich das ja keiner an. Das ist ja auch der einzige Grund, warum ich momentan auf den Let's Plays schaue. Wir hatten mal so ein Gewinnspiel, ich weiß gar nicht mehr, was ich da gemacht habe. Also wenn wir... Moment. Also ich hatte glaube ich gesagt, das... Ich verlinke das Gewinnspiel jetzt genau hier. Mal schauen, ob ich das hinkriege. Genau hier verlinke ich das jetzt. Da hatte ich ein Gewinnspiel gemacht, da habe ich gesagt, ihr sollt mich als irgendeine Anime-Figur oder sowas zeichnen. Müsst ihr jetzt mal schauen, das ist schon eine Weile her, da hat sich bis jetzt noch keiner gemeldet gehabt. Und die Besten, die das machen, die stelle ich dann mit Kanal vor. Das heißt also, ihr malt mich, ich weiß, ich möchte es nicht falsch sagen, guckt einfach dann hier nach. Und die Gewinner tue ich dann mit Kanal vorstellen, beschreibe euch kurz, was ihr macht und so. Und so ein kleines Community-Projekt, um euch auch mal zu fördern. Ich bin kein großer Let's Player, ich habe nicht mal 1000 Abos. Das heißt nicht mal, das ist schon mehr, als ich mir je geträumt habe. Aber ich werde euch versuchen zu unterstützen, wenn ich sehe, euer Kanal hat Potenzial. Aber ihr müsst dann natürlich auch sehen, Leute, wer ein Video pro Woche hochlädt. Es gibt YouTuber, die schaffen das, aber die haben auch genug. Am Anfang ist es immer mehr. Dann kommt, wenn ihr es dann geschafft habt, könnt ihr auch weniger machen. Tja. Aber das ist schon wieder ausgeschliffen. Wie gesagt, für ein Gewinnspiel könnt ihr teilnehmen. Habe ich kein Problem damit, mache ich gerne. Ich möchte sowieso ab und zu mal was anderes machen. Deswegen entstehen solche Videos bei mir auf dem Kanal. Und jetzt bin ich raus. Hab da Teufel gekriegt. Flip, 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 flip. Und damit kommen wir zum nächsten Thema. Das war eine Ankündigung vom Feinsten. Ja. Na okay, wir kommen zum nächsten Thema. Es geht um Watch Dogs. Viele von euch haben sicher mitbekommen, die Watch Dogs schauen. Ich spiele nur die Hauptkampagne durch. Das liegt daran, dass ich von Watch Dogs eigentlich ein bisschen enttäuscht bin, da die Nebenmissionen absolut überhaupt nichts mit der Mission an sich zu tun haben. Es wird kein Gefühl aufgebaut irgendwie für die Nebenmission. Ich spiele wirklich eine Hauptmission, damit ich selbst bei der Hauptmission hinterher bleibe. Ich meine, die Story ist zwar klar erkennbar, aber durch diese mega vielen Schlechtereien und Autorennen und dann fährst du ans Ende der anderen Stadt, kommt die Hauptmission meiner Meinung nach mega schlecht zur Geltung. Da hätte auf jeden Fall noch was passieren müssen. Und darum die Frage an euch, wollt ihr, dass ich die Nebenmission spiele? Was für Nebenmission soll ich spielen? Oder soll ich alle komplett spielen? Schreibt es mir in die Kommentare hier runter rein oder auch bei den Watch Dogs Videos, denn sonst spiele ich wirklich nur die Hauptkampagne diesmal durch und werde das Spiel dann zur Seite legen, da es mir leider nicht so gefällt, wie ich dachte. Es ist ein geiles Spiel, die Hauptstory gefällt mir auch gut, aber ich bin jetzt nicht so, sagen wir mal, die 70 Euro haben sich meiner Meinung nach nicht bezahlt gemacht. Kann passieren, ich habe trotzdem Spaß bei dem Spiel an sich, wir spielen es zu Ende ganz normal und ja, dann gucken wir, was weiterläuft so. Nach Watch Dogs habe ich übrigens auch noch nichts Neues geplant. Wenn ihr nach Watch Dogs irgendwas haben wollt, dann schreibt es mir in die Kommentare. Aber, jo. Beachte bitte dabei, dass es doch... Ich finde das so gut, wenn du nur hochkommst, ist egal. Beachtet bitte dabei, dass es preislich nicht allzu teuer ist. Ich bin nur ein kleiner Let's Player. Ich bin auch momentan auch in der Lehre. Ich habe nicht unbedingt so viel Geld. Das kann sich, glaube ich, jeder daran denken. Ich finanziere mich auch komplett selber zu 100%. Ich kriege nichts gesponsert oder so. Ich bin bei keiner Firma oder sowas dabei. Und darum, versucht bitte Spiele zu finden, die sich unter 30 Euro halten. Das fände ich ganz okay. Es sei natürlich, es ist ein Spiel, was mich mega anspricht. Aber ich habe momentan mir so viel geleistet fürs Let's Playen. Da muss ich jetzt mal ein, zwei Monate runterfahren. Das ist, glaube ich, kein Problem. Es gibt so viele Spiele. Wenn ihr euch da jetzt aussucht, das ist absolut kein Problem. Okay, gut, das war's zu Watch Dogs. Kommen wir zur nächsten Kleinigkeit, und zwar, viele werden es von euch vielleicht schon mitbekommen haben, aber für auch die Letzten, die es noch nicht verstanden haben, Minecraft läuft seit ungefähr einer Woche, nee, seit genau einer Woche wieder voll. Jeden Tag kommen wieder neue Folgen raus, wir werden wieder aufholen. Wollt ihr, da ist die Frage jetzt, ich bin momentan sehr Minecraft-Fieber und wichtig, ganz,
wichtig. Ich habe Shader installiert auf Minecraft. Ich habe es geschafft nach 2,5 Jahren. Ich habe endlich Shader auf Minecraft bekommen. Wir spielen mit Sonic HD Shader. Nicht tot. Das habe ich nicht gesagt. Ja, wir spielen mit Shadern. Also wie gesagt, wenn ihr irgendwie so Specials haben wollt oder meint, ich müsste euch entschädigen für die lange Zeit, in der jetzt immer am Wochenende Minecraft kam, dann schreibt es in die Kommentare und eventuell schaut sich da ein lieber Nevergest die Kommentare an und deichselt da was. Denn ich habe momentan viel Lust auf Minecraft und es könnte passieren, dass ich da vielleicht Überlänge raushau. Das tue ich ja sowieso. Ich habe so viel aufgenommen, dass ich so viel bei jedem Video als Überlänge raushau. Gespoilert! Scheiße! Nee, also beim nächsten ganzen Video, ich glaube so 10, 50 Stück, wird es erstmal so 20 bis 25 Minuten geben, weil ich mit einem Schlag 5 Stunden aufgenommen habe und ja, das musste ich irgendwie verarbeiten. Na gut, das war's erstmal zu Minecraft. Ich hoffe, ihr habt da ein paar coole Ideen, auch was wir bauen können. Ich bin ja momentan dabei, die Bäckerei zu bauen, wie sich jemand von euch gewünscht hat. Da möchte ich auch nochmal schauen mal das Video, wenn wir die Bäckerei bauen und sag mir, ob sie dir so gefällt. Und dann posten wir deinen Namen nochmal runter, denn ich habe deinen Namen leider vergessen. Und ich würde dich gerne in die Bäckerei eintragen als Inhaber der Welt. Und das kann auch allen anderen passieren, die sich da mal ein Gebäude ausdenken, was ich bauen soll. Okay, gut, dann bis zum nächsten Mal. Nee, bis gleich. So, und dann gibt es noch zwei Dinge. Wieder Minecraft, das geht momentan ganz schön mit Minecraft ab. Und zwar, erstens, wir haben ja die Playlist beendet. Also ich habe die Playlist von mir aus beendet, damit die Musik ein bisschen auf den Pisser ging, ganz ehrlich gesagt. Ich habe momentan die ersten Folgen werden jetzt ohne Musik sein, dann habe ich eine alternative Playlist mit Minecraft Original Sounds mir jetzt momentan genommen. Die ist ganz okay. Ich werde vielleicht irgendwann wieder eine neue Playlist erstellen. Wenn ihr da Vorschläge habt, coole Seiten oder so, wo man gamerfreie Musik runterladen kann, dann schickt mir die Links einfach mal durch. Achtet bitte dabei, dass es wirklich gamerfreie Musik ist und nicht, dass es eine Seite ist, die gamerfreie Musik zwar anbietet, aber das, was ihr mir da schickt, keine gamerfreie Musik ist. Ja, das erste und das zweite ist, da hatte ich eine Idee, und zwar Minecraft kriegt ja immer wieder neue Generationen dazu, 1.8, 1.9, mit der nächsten Generation sollen Wassertempel hinzugefügt werden, und wir haben in unserer Welt finden ja nicht mehr die Claybiome und die Eiszapfenwüsten. Deswegen würde ich vorschlagen eventuell, dass ich eine neue Welt erstelle, mit jedem Update, was rauskommt, erstellen wir eine neue Welt. Und dass wir da sozusagen ein Portal hinbauen, kann ich am Kreativ nochmal schnell ins Hinzimmern. Dann werden wir in unsere richtige Welt ein Portal hinbauen, ein Enderportal. Und dann werden wir einfach so tun, dass wir da rübergehen sozusagen. Ich gehe in das Portal rein, stoppe die Aufnahme, blocke mich in der nächsten Welt ein, beginne die Aufnahme wieder und ich sorge sozusagen für eine reibungslose Illusion, dass das mit zu unserer Welt gehören würde. Und wir bauen da keine Diamanten oder so ab, sondern wir gehen da wirklich noch rein, um Dinge zu bekommen, die wir hier so nie bekommen würden. Das wäre mein Plan. Man kann sich da drüben eventuell auch eine kleine Hütte bauen. Immer. Ja gut, eine kleine Hütte ist vielleicht jetzt ein bisschen doof, wenn wir die Welt immer wieder löschen. Also man kann sich da drüben ruhig was bauen, aber die Welt wird dann eh immer wieder resettet und wir machen uns eine neue Welt. Von daher wäre das die Option. Da müsst ihr mir ebenfalls in die Kommentare schreiben, ob ihr das wollt. Möchtet ihr, dass wir eine zweite Welt nehmen und da dann schneller an die Eiszapfen und sowas rankommen? Mir ist es egal, ich kann auch bei Ewigkeit laufen. Die Frage ist halt nur, wie weit wird dann der Speicher unserer Welt irgendwann gehen, wenn wir so viel erkunden und dann immer wieder weiter raus müssen. Bei Version 2.3 wird das dann schon kritisch oder so. Ja, das war's wieder zu Minecraft und dann kommen wir jetzt noch als etwas anderem Thema und davon jetzt mehr. Boah. Ja. Und zwar werde ich höchstwahrscheinlich, ich suche momentan noch ein paar Leute, die mitkommen, aber ich denke mal schon, dass ich dieses Jahr mir den Luxus leisten werde und auf die Gamescom fahren werde, selbst wenn es alleine ist. Ich möchte einfach mal miterleben, wie es auf der Gamescom so ist und ich möchte auch den lieben Gronkh oder Sarazar oder Kelly oder... Für euch würde ich auch gerne sehen. Ich würde einfach mal gerne alle treffen, mir eine Unterschrift holen oder sowas, ein paar Fotos machen und so. Und ja, ich hoffe, dass es was wird. Und weiß nicht, wenn einige von euch da sind, vielleicht trifft man sich ja auch. Keine Ahnung. Ich meine, 900 Leute sind ja nicht wenig.
Ja, ich gehe auf die Gamescom. Also ich hoffe, dass ich auf die Gamescom gehe. Da wird es natürlich dann auch Fotos und Videos vielleicht geben. Und da mache ich dann vielleicht auch so ein Video, was ich zusammenschneide aus dem, was ich von der Gamescom mache. Vielleicht bringe ich auch was mit, keine Ahnung. Mich einfach mal umschauen da. Ich werde bestimmt die ganzen 4 Tage dann da bleiben, wenn ich das machen sollte. Und tja, man weiß es nicht. Man sieht sich vielleicht. Das einfach dazu. Okay, dann haben wir noch was zu Dragon's Prophet. Und zwar wollte ich da sagen, es wurde ja gefragt, warum ich die Folge eine Stunde lang mache, ob ich es nicht lieber cutten könnte in viele kleine Folgen. Es ist so, der Wolke und ich, wir haben verschiedene Arbeitszeiten, also ich habe momentan sehr wenig Arbeit, da ich mich auf das Ende meiner Lehre vorbereite, was in 4 Tagen ansteht. Nee, das doch in 4 Tagen, habe ich meine Prüfung. Und dann habe ich ein bisschen mehr Freizeit erstmal. Der Wolke ist in der schulischen Ausbildung immer noch. Und da man muss sich das so vorstellen, ich habe eine Arbeit, die auch am Wochenende geht, in der ich in der Woche frei habe, die auch mal bis nachts geht. Wolke ist vormittags die ganze Zeit unterwegs. Und dann hat man halt das Problem, dass man nicht immer miteinander zocken kann. Und Wolke ist jetzt auch nicht so der Hardcore-Zocker, der dann mal 5 Stunden durchzockt, sondern der zockt auch nur 1-2 Stunden. Und deswegen bin ich froh, wenn ich diese Stunde pro Woche habe. Wenn es mal mehr ist, das habt ihr in letzter Zeit gesehen, dann kommt Samstag und Sonntag mal ein Let's Play raus. Ansonsten kommt immer nur Sonntag eins raus, also die sich fragen, warum Samstag manchmal was rauskommt. Und ja, das ist der Grund, warum wir keine Viertelstunden machen, weil wenn ich eine Viertelstundenfolge machen würde, und das täglich, dann hätte ich am Ende 2,5 Stunden pro Woche, die ich, nee, 2 Stunden pro Woche, die ich ungefähr aufnehmen müsste. Das ist zwar so viel, wie ich mit dem Wolke jetzt die letzten 2 Wochen aufgenommen habe, aber das kann ich nicht garantieren. Ich kann maximal 1 Stunde pro Woche garantieren, weil wir einen ziemlich großen Puffer haben. Darum, wenn ihr einen Kommentar, ich habe zum Beispiel hier gerade auf dem Desktop, der ist da unten gerade, habe ich einen Kommentar unter Dragon's Prophet, dass ich doch mir einen Kampfdrachen kaufen soll und bla bla bla. Nicht böse gemeint, ist auch gar nicht so. Das mache ich, klar, kein Problem, ich gehe auf einen Kommentar rein, aber denkt nicht, dass es gleich in der nächsten Folge passiert. Ich habe zum Beispiel jetzt noch 4 Folgen aufgenommen, das heißt, es kommen mindestens 2-3 Wochen, kann das jetzt noch dauern, bis ich mir diesen Kampfdrachen dann wirklich kaufe. Ich werde es natürlich so schnell machen, wie es dann überhaupt geht, aber geht nicht davon aus, dass es dann nächste Woche sofort, hey, jetzt kaufst du dir den Kampfdrachen, weil ich es gesagt habe. Ich mach's, aber es wird ein bisschen dauern. Also verpasst keine Folge. Ja, darum die Stunde. Eine Stunde ist auch deswegen, ich weiß nicht, ob du lieber... Minecamper hier so. Lieber Minecamper, ich weiß nicht, ob du damals das Zocken am Sonntag kanntest, was ich ungefähr ein gutes Jahr gemacht habe. Das ging auch immer 1 Stunde, wo wir 1 Stunde Spiel angezockt haben. Und daher rührt dieser 1 Stunde Gedanke. Und ich finde das eigentlich ganz angenehm. Wenn man wirklich Zeit hat, dann kann man sich die Stunde anziehen. Und wenn nicht, kann man sich die Stunde auch über die Woche verteilen. Es gibt ja dieses neue Feature bei YouTube, dass das YouTube das Video da anhält, wo man aufgehört hat zu schauen. Und dann könnt ihr euch das Video einfach weiter anschauen, wenn ihr wieder Zeit habt. Ihr müsst euch da nicht ein Stück ranziehen. Oh, und jetzt noch ein letztes Thema. Und zwar möchte ich mehr mit euch zusammen arbeiten. Es geht... Arbeiten klingt so wie Sklavenarbeit. Arbeiten für mich. Nein, ich möchte mehr mit der Community machen. Ich möchte gerne ein Projekt starten mit euch. Ich weiß aber nicht, was ich machen kann. Ich meine, ich könnte jetzt irgendwas vorschlagen, aber die Frage ist dann natürlich, wollt ihr das auch so? Und darum sage ich einfach ganz einfach... Schickt mir Kommentare, ballert mich einfach zu und schreibt mir, was ihr als Community mit mir zusammen machen wollt. Ob ich vielleicht irgendwas wie euch Let's Player fördern soll oder ob ich irgendwas anderes machen soll, bei dem ich Community-Leute mit reinhole oder so. Schreibt mir in die Kommentare. Wir haben mittlerweile eine große Community. Wir haben 900 Abonnenten. Ich habe 900 Abonnenten. Wir sind also 906 Leute momentan mit mir zusammen. Und ich denke mal, da werden sich schon einige finden, die Lust haben oder die auch gefördert werden möchten oder die einfach was machen wollen, und schreibt sie einfach rein und vielleicht kriegt man es endlich mal hin. Ich meine, ich tue sowas ja ungefähr jedes Vierteljahr, ich versuche ein Community-Projekt zu starten mit euch, aber meistens ist dann die Resonanz sehr klein, aber sie steigt ja. Und das ist einfach das, was ich erreichen will, eine Community, mit der man einfach mal, und wenn es so 30 Leute sind oder so, und 30 ist schon hochgegriffen, dann... Das wäre einfach klasse, mal mit euch was zu machen. Also darum schreibt in die Kommentare rein. Wäre cool. Und wenn das klappt, kann man das öfters machen. Von da aus, wir sehen uns dann im Endscreen. Ja, da sind wir am Endscreen. Wenn euch die Folge gefallen hat, also dieses kleine Video, was ich jetzt ein bisschen mehr Aufwand gemacht habe,
dann schreibt es in die Kommentare. Alter, wenn wir das alle, wenn ihr mir alles, also wenn wirklich, wenn ihr mir wirklich auf alles, was ich heute gesagt habe, schreibt mir in die Kommentare antworten, dann platzen die Kommentare. Lasst euch mal richtig aus in den Kommentaren, wenn euch das gefallen hat. Und alles, was ich euch gefragt habe, schreibt es bitte in die Kommentare. Wir müssen ja zusammenarbeiten hier als Community. Oder wir würden gerne, ich würde gerne. Und ich habe zu viel mit dem Endscreen. Ja, okay, wir sehen uns beim nächsten Mal. Wenn ihr solche Videos öfter sehen wollt, dann schreibt es und bis dann. Ach, wie der Chill, das mache ich, was ich nie gemacht habe. Und zwar zur Titelseite geht es hier lang und abonnieren könnt ihr hier und kommentieren könnt ihr da. Irgendwie klingt das bei anderen Playern irgendwie cooler, wenn die sowas machen. Ich bin so schlecht!